Okay, wo geht's jetzt hin? Trifft die. Ach stimmt, wir müssen warten, bis es dunkel wird. Scheint jetzt hell zu sein. Gehen wir mal hier hin. Nee, Weltkarte. Hier ist es. Hallo, wie schön Sie zu sehen. Deke, was sollte ich noch gleich machen? Sie sollten versuchen, ein Mondkalb zu finden. Da sie nur nachts erscheinen, müssen Sie gegebenenfalls ein wenig warten, bis es spät genug ist. Okay. Bevor ich mich Madame Kovagas Flugaufgaben stellen kann, muss ich einen Besen kaufen. Bei Splintwitch Witches Sportbedarf in Hogsmeade sollte ich fündig werden. Okay. Und erstmal ab nach Hogsmeade. Was haben wir denn hier? Ein Demigeist. Revelio. Ein neues Gesicht? Wunderbar! Hallöchen. Hallo, Mr. Weeks, nicht wahr? Albie Weeks, zu Ihren Diensten. Willkommen bei Spintwitches. Entschuldigen Sie, wenn Sie hier waren und nicht reingekommen sind. Der Laden ist zu, seit die Handelswege unterbrochen wurden. Ich musste bis London reisen, um meinen Lieferanten zu treffen. Und bin gerade erst wieder zurück. Zum Glück samt Inventar. Ich schätze, Sie haben Interesse an einem Besen? Jo. Ich hätte ein paar seltene Eibenweber, Glutsprintbesen, Silberpfeile und Windhauche. Egal, wofür Sie sich entscheiden, Sie werden zufrieden sein. Sie sind alle außergewöhnlich, was Qualität und Leistung angeht. Okay. Sie mussten Spintwitches wegen unterbrochener Handelsrouten schließen? Schrecklich. Handelswege wurden als unbrauchbar gemeldet. Anscheinend übernehmen Kriminelle die Straßen und bedrohen die Dörfer. Ich fliege äußerst sicher, aber versuchen Sie mal mit einem Vorrat an Besen auf dem Rücken zu fliegen. Gar nicht so einfach. Also gut, zurück an die Arbeit. Wenn Ihnen ein Besen gefällt, sagen Sie Bescheid. Können Sie mir mehr über Ihre Besen sagen? Sie sind meine Leidenschaft. Jedes Detail eines jeden Modells. Wie etwa der Windhauch, bekannt für den hochwertigen Eschengriff. Eibenweber sind selten, weil manche Angst haben, sie zu fliegen. Liegt vermutlich am düsteren Ruf von Eibenstäben. Dann gibt es noch den Glutsprint, bekannt für sein schickes Aussehen. Mir wird fast schwindlig vor Freude, täglich mit Besen zu arbeiten. Einer der vielen Gründe, warum ich diesen Laden so gerne führe. Okay. Klingt nach einem beachtlichen Sortiment. Ich sehe mich mal um. Danke. Na, wonach suchen Sie heute? Mhm.
Schüler mit fliegenden Kutschen nach Hogwarts kommen, aber nach dem Drachenangriff werden sie nur wieder Boote und Züge nehmen. Expelliarmus kann einen schwarzen Magier entwaffnen. Aber was macht man dann? Lin? Bei Zentrum gibt es immer die besten Geschenke. Für andere oder sich selbst. Okay, welchen nehmen wir jetzt? Ich tat einfach so, als hätte jemand Expelliarmus auf mich gewirkt. Bei dem Fliegenpilzmärchen muss ich als Kind immer wirken. Diese Muggel können einander nicht sonderlich leiden, oder? So viele Kriegen. Wir Hexen und Zauberer sind da. Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Okay. Der sieht krass aus. Ja, der sieht langweilig aus. Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Nee. Ich nehme den. Sie werden diesen Besen lieben. Das verspreche ich Ihnen. Das hoffe ich doch. Es kann zwar jeder Besen gegenüber den Übungsbesen aus Kogawas Kurs verbessert werden, aber sie sind alle eingeschränkt. Sie sehen aus wie jemand, der an Flugverbesserungen interessiert sein könnte. Ich höre. Ha! Ich wusste, dass ich bei Ihnen richtig liege. Sie werden mit der Leistung jedes Besens auf geringer Höhe sehr zufrieden sein. Aber im Steigflug lässt die Geschwindigkeit langsam nach. Ich glaube, dieses Problem kann ich beheben. Ich habe da schon ein paar Ideen für Verzauberungen. Verbesserungen, könnte man sogar sagen, die jeden Besen aufmotzen. Ich brauche jemanden, der einen Besen fliegt und mir davon berichtet, damit ich die Verbesserungen vollenden kann. Zufällig weiß ich, dass Imelda Reyes, eine Hogwarts-Schülerin, auf stillgelegten Besenstrecken Wettflüge durchführt. Schlaues Mädchen. Die ideale Möglichkeit, um Flugdaten zu sammeln. Wenn Sie die Bestzeit schlagen können, berichten Sie mir bitte, wie der Besen sich verhalten hat. Dann könnte ich die erste Verbesserung abschließen. Wie sieht's aus? Woher kommt Ihre Leidenschaft für Besen? Wie lange sind Sie schon an Besen interessiert? Seit ich mein erstes Quidditch-Spiel gesehen habe. Die Flugmanöver, die Spieler. Manche Leute haben so ihre Zweifel an mir und meinen Ideen. Hoffentlich helfen Sie mir trotzdem. Ich weiß, dass ich an etwas dran bin. Okay, warum bin ich die richtige Person? Warum soll ich Ihnen von diesem Besenflug berichten? Eigentlich hatte ich Imelda um Hilfe gebeten, aber sie hat ein paar Angewohnheiten beim Fliegen, die Zusammenarbeit erschweren. Ich brauche jemanden, der keine schlechten Gewohnheiten hat und gut fliegen kann. Everett meinte, sie sind ein Naturtalent auf dem Besen. Er studiert hier immer die neuesten Modelle. Er ist fast so besessen von Besen wie ich. Wenn sie mit Hilfe ihres angeblichen Flugtalents Imeldas Zeit schlagen können, wäre ihre Beurteilung des Besens unschätzbar wertvoll. Sie hatten bei Madame Kogawa Unterricht? Sie hatten wohl wirklich bei Kogawa Unterricht. Ja, aber dass mir die technischen Elemente der Besen stets wichtiger waren als das Fliegen, hat sie wahnsinnig gemacht. Sie findet es gut, dass ich jetzt Bandwitches leite. Ich glaube, keiner von uns dachte, dass ich mal Klatscher für die Cannons oder Eintracht Pfützensee wegschlage. Und ich finde es befriedigend, gegenüber denen Recht zu behalten, die mich für zu jung halten, um diesen Laden zu führen. Mit ihrer Hilfe kann ich beweisen, dass ich der Anbieter mit dem umfangreichsten Wissen über Zaubersportartikel bin. Es ist ein Versuch wert, Mr. Weeks. Klingt interessant. Mal sehen, was ich tun kann. Danke. Es soll Ihr Schaden nicht sein. Wenn ich recht habe, motzt die neue Verbesserung Besen in jederlei Hinsicht auf. Und ich kann Ihnen ein Sonderangebot machen. Die Wettflüge dürften auch Spaß bringen. Gehen Sie zum Quidditch-Feld. Da kümmert sich Imelda Reyes um Sie. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Imeldas Zeit geschlagen haben. Okay. In Hogsmeade und bestimmten anderen Gebieten. Okay. Mr. Weeks Enthusiasmus ist bewundernswert. Rivelio.
Spintwitches Sportbedarf. In diesem Geschäft, das von dem liebenswürdigen Albie Weeks geführt wird, werden alle Arten von Sportartikeln für Zauberer verkauft, darunter auch die neuesten Besenmodelle. Albie selbst, so sagt man, arbeitet an einer Reihe von Besenverbesserungen. Okay. Wenn Black nicht abgesagt hätte, müssten wir das verflixte Ding gar nicht erst suchen. Wo bist du? Ja. Komm, Pringo! Hey du, Ravenclaw! Imelda Reyes? Albie Weeks schickt mich. Ach ja? Er bastelt also noch an seiner Besenverbesserung. Ich wollte ihm mal helfen, aber dann hat er nur meine Flugtechnik kritisiert. So eine Frechheit. Warum zieht er dich in seinen Besentest-Quatsch mit rein? Du hast doch gerade erst mit dem Fliegen angefangen. Hat er von deiner tollen Flugstunde mit Clopton gehört? So war das doch gar nicht. Du klingst eifersüchtig. Da ist wohl jemand neidisch auf mein Können auf dem Besen. Ich? Kapitänin von Slytherin? Eifersüchtig auf dich? Ja. Alle wissen doch, dass der Unterricht nur für Anfänger, Störenfriede und Stümper taugt. Natürlich. Aber aus irgendeinem Grund halten dich die Leute jetzt für Konkurrenz. Das geht so nicht. Vielleicht bin ich ja Konkurrenz. Du bist ja nicht mal in Slytherin. Könntest auch glatt ein nutzloser Squib sein. Es reicht. Es gibt nur einen Weg, um herauszufinden, wer besser fliegt. Ich halte einen Rekord auf dieser Strecke. Kannst du ihn schlagen? Natürlich. Slytherin gegen Ravenclaw. Ach, warum nicht? Ich schlage deinen Rekord. Kein Problem. Freue mich schon so drauf, dich verlieren zu sehen. Wirst du nicht. Okay. Geschafft. Fabelhaft. Das gefällt mir schon viel besser. Das lief nicht so gut. Macht echt Spaß.
verpasst. Oh mein Gott, bin ich scheiße. Geschafft! Das hat schon mal geklappt. Egal, Bestzeit ist da. Du hast doch geschummelt. Na gut, du hast gewonnen. Es ist noch nicht vorbei. An nur einem Rennen kann man kein Talent festmachen. Mein Sieg bedeutet schon etwas. Du bist schon nicht schlecht. Aber wenn du meinen Respekt verdienen willst, musst du dich noch beweisen. Das werden wir sehen. Ich will deinen Respekt nicht. Respekt von deinesgleichen ist mir egal. Du beleidigst andere doch nur. Ihr braucht einfach ein dickeres Fell. Jedenfalls gehe ich zur nächsten Strecke weiter bei Irondale. Die bietet eine weit größere Herausforderung. Versuch doch, dich mit noch einer Runde hier vorzubereiten. Melde dich am Podium, bei der Bestenliste. Dort siehst du deine Zeit und kannst das Rennen starten. Wir sehen nächstes Mal, ob dein Sieg mehr als nur Glück war. Bei einer Erledigung für Albie Weeks. Okay. Kehre zum Podium zurück, um andere Raser herauszufordern. Okay. Unglaublich, dass jemand ihm das Zeit unterboten hat. Ja, kein Problem. Sie war schon zu. Mr. Weeks. Ah, Sie sind zurück. Hoffentlich mit neuen Infos. Okay. Mr. Weeks, ich habe auf meinem Besen den Rekord gebrochen. Mr. Weeks, ich habe auf meinem Besen den Rekord gebrochen. Unglaublich. Miss Reyes muss außer sich sein. Und? Wie war der Besen? Etwas unruhig und er könnte schneller sein, aber er hat sich gut geschlagen. Ich muss aber sagen, dass er in manchen Kurven einen Linksdrall hatte. Ich habe beim Abtauchen ein leises Wusch gehört. Oh, danke. Genau das wollte ich wissen. Abtrieb, was? Ich werde mich sofort an die Arbeit machen. Selbst die Pessimisten müssen zugeben, dass meine Arbeit von Anfang an Potenzial hatte. Wer hat an Ihnen gezweifelt? Warum sollte jemand Ihre Fähigkeiten anzweifeln? Oh, Sie würden sich wundern. Die Leute sind starrköpfig. Sie fürchten, man ruiniert nur alles, wenn man daran herumfummelt. Diese Leute wissen einfach das Gefühl der Freiheit nicht zu schätzen, das ein guter Besenflug bereitet. Und sie würdigen auch nicht den kreativen Prozess dahinter. Ich kenne jemanden in Rom mit einem Laden wie meinem. Sagt, dort sei es noch schlimmer. Natürlich machen sie nachmittags auch ein Nickerchen. Und wo wären wir ohne Verbesserungen? Hätte Elliot Smethwick sich von diesen Schwarzsehern einschüchtern lassen, hätten wir heute keinen Dämpfungszauber. Ich höre nicht auf Sie. Ich will mehr hören. Auf bald. Ich bin schon ganz gespannt. Bei dieser Verbesserung habe ich ein sehr gutes Gefühl. Sie werden erfreut sein. Ich melde mich bald wieder. Okay. Das Problem der Höhe in Bezug auf die Geschwindigkeit lösen. Nice. Was können wir jetzt machen? Aufträge. Okay, es ist dunkel. Wir müssen jetzt zu Deek. Ah, da ist ein Mondkalb. Komm her!
Stell dich doch nicht so an. Ah, oh, shit. Komm schon, ich will doch nur helfen. Das war knapp. War ganz schön weit weg. Ruhig. Ich tu dir nichts. Aber geschafft. Okay. Es war schwieriger als gedacht, aber ich habe jetzt einen Mondkalb. Noch ein Wesen. Heil und unversehrt. Schade, dass wir die Mondkälber nicht tanzen sehen haben. Es ist traumhaft. Diek schätzt, dass sie hier fertig sind. Bald können sie noch mehr Tierwesen retten. Doch lassen sie uns zuerst diese hier zurück zum Raum bringen. Na gut. Diek wird sie im Raum antreffen, wann immer sie bereit sind. Da sind sie ja. Da bin ich. Jetzt zeigen wir den geretteten Tierwesen ihr neues Zuhause. Aber, hier ist nicht genug Platz für sie. Man stelle sich nur vor, wie sie hier herumwüten. Das geht gar nicht. Wenn sie sich darauf konzentrieren, was die Wesen brauchen, hilft ihnen der Raum. Oh. An was genau hatten sie gedacht? Ist es nicht zu klein? Na nu? Sie haben es geschafft! Aber was ist es? Das weiß Diek nicht. Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Wir treffen uns drin, wenn Sie bereit sind. Okay, das ist doch nicht zu klein. Oh, nice, Alter. Sehen Sie nur, es ist unglaublich. Wo sind wir, Diek? Es sieht aus wie eine Heimat für Ihre Tierwesen, eine Art Tiergehege. Ihre Tierwesen werden hier behaglich leben, gesund und behütet. Vielleicht möchten Sie sie freilassen, ihnen ihr neues Heim zeigen. Okay. Diek glaubt, das Gehege wird ein schönes neues Heim für ihre Tierwesen. Allerdings. Ich hoffe nur, wir haben genug Platz für alle. Das hofft Diek auch. Falls der Platz aber doch knapp wird, hilft ihnen Madame Peck bei Schnabel und Brut in Hogsmeade, ein sicheres Heim für sie zu finden. Gibt es Wesen, die nicht in den Raum passen? Ja. Sie ist dafür bekannt, dass sie sich um Tierwesen in Not kümmert. Und sie bietet dafür einen guten Preis. Apropos kümmern. Tierwesen, die gut gefüttert und gepflegt werden, liefern wertvolle magische Materialien wie Knuddelmuffhaare. Wenn sie magische Materialien von ihren Tierwesen sammeln, zeigt Diek ihnen, wie sie sie verwenden. Sehr gut. Ich sage Bescheid, wenn ich welche habe. Incendio. Oops.
Ich pass auf dich auf. Hier essen. Wie süß. Ich habe magische Materialien gesammelt, Deke. Deke kann Ihnen zeigen, wie Sie sie anwenden. Mit dieser Zauberanweisung müssen Sie einen verzauberten Webstuhl beschwören. Einen verzauberten Webstuhl? Ganz recht. Damit können Sie magische Materialien nutzen und in jede Faser Ihrer Kleidung Magie einweben. Dadurch wird sie auf verschiedenste Weise nützlicher. Oh, versuchen Sie es doch mal. Deke glaubt, Sie werden vom Ergebnis begeistert sein. Dann probiere ich jetzt den Webstuhl aus. Geil. Was man da alles noch machen kann. Okay. Hier. Verzauberter Webstuhl.
Okay. Ausrüstung hat automatisch einen Hauptwert der Offensive oder Defensive. Magische Materialien können genutzt werden, um mit dem Webstuhl einen zweiten Wert hinzuzufügen oder zu verbessern. Oder deiner Rüstung, Ausrüstung, Eigenschaften zuzuweisen. Mehrere kleine Verbesserungen können deine Kampfkraft beachtlich verstärken. Neue Tierwesen können in Bauen gefunden oder in Aufträgen freigeschaltet werden. Neue Eigenschaftsrezepte können in Banditenlagern gesammelt werden. Okay. Nimm dies. Finde sie. Professor! Professor Weasley! Bleibt ruhig. Wir wissen nicht, welche Magie dafür verantwortlich ist. Beruhige dich! Adaba Kedavra! Dein Vermächtnis beginnt jetzt. Hogwarts Legacy.